Du bist ja, wie gerade gesagt hast, ein sehr flexibler Spieler. Wo spielst du überall? Ja, auf den Außenbahnen, denke ich, bin ich ganz gut zu Hause. Dabei spielt es eigentlich keine Rolle, ob offensiv oder defensiv. Ja, die letzten Jahre waren eher defensiv. Deswegen ist da macht der Gewöhnung vielleicht aktuell ein bisschen besser, aber prinzipiell ist es mir eigentlich egal. Ja, so Stürmer, Außenspieler. Sehr variabel vorne. Du hast jetzt mit Hildebrand neben dir, bildest du die Innenverteidigung. Ist das, wie fühlst du dich da drin? Ist das ein gutes Duo? Ja, das ist geil, ja. Macht Spaß mit ihm, ja. Innenverteidigung ist deine Stammposition oder hast du noch andere Positionen, wo du ausweichen könntest? Ist seit 10 Jahren ungefähr meine Stammposition. Früher war zu meiner Jugendzeit noch mal woanders gespielt, aber da spielt man eh immer woanders. Mhm. Sonst spiele ich eigentlich, fast alles. Spiele eigentlich Innenverteidiger, ich kann Außenverteidiger spielen, habe ich auch schon in der dritten Liga gespielt. Sechser habe ich auch schon gespielt. Ich habe dann eigentlich kein Problem, Hauptsache ich stehe auf dem Platz. Offensiv eigentlich überall. Also relativ flexibel, ob es rechts ist, links, auf der 10, das ist eigentlich egal. Meine spielerischen Stärken sind, dass ich halt über die Schnelligkeit komme, über meine Dribblings und vielleicht den einen oder anderen Abschluss auch mal aus der zweiten Reihe vielleicht einfach mal kommt. Ja, ich würde schon sagen, dass ich eine klassische 9 bin. Vielleicht nicht der Boxstürmer, wie er im Buche steht, sondern eher so ein bisschen schwimmender, aber grundsätzlich eher 9 als alles andere. Wo spielst du normalerweise? Im Mittelsturm auf der 9. Ich war ganz früher war ich Torwart, dann war ich mal 2-3 Jahre Stürmer und dann bin ich nach Fürth gewechselt und da wieder ins Tor. Bist du besserer Torhüter als Stürmer? Absolut, ja. Was sind deine Stärken als Torhüter? Ich glaube, dass ich eine gute Ausstrahlung habe, dass ich mit dem Ball am Fuß was anfangen kann, aber auch auf der Linie sehr gut bin. Ja, ich habe schon den Anspruch zu spielen. Wäre aber auch schlimm, wenn ich den nicht hätte. Genauso wie die anderen beiden auch den Anspruch haben. Und ja, und dann am Ende werden wir sehen, wenn der Trainer aufstellt. Was hat den Ausschlag gegeben für Energie Cottbus? Ja, vieles. Ich meine, ich kenne den Verein, ja, habe schon oft gegen Energie gespielt, oft hier im Stadion schon gespielt. Natürlich die Nähe zur Heimat ist natürlich klar, spielt auch eine große Rolle mit der Familie. Und deswegen mussten wir nicht lange überlegen. Ich habe mir das sehr angeschaut, mich mit dem Trainer getroffen, Gespräche geführt und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und dann war mir auch sehr schnell klar, dass ich sehr gerne hier spielen möchte. Ich bin jetzt schon also 2 Wochen hier, konnte die Mannschaft kennenlernen. Sehr viele sehr gute Typen, einen sehr guten Charakter in der Mannschaft und wurde super aufgenommen und fühle mich sehr wohl. Eigentlich schon nach dem ersten Hinspiel gegen Energie Cottbus haben wir schon das erste Gespräch geführt. Und mit Albeck habe ich ja eh lange zusammengespielt, da war der Kontakt eh immer da. Wir spielen ja auch jetzt das dritte Mal zusammen und ich will nicht sagen, er hat es ein bisschen in die Wege geleitet, aber es hat sich dann so auch sehr gut ergeben durch meine Leistung. Dann an dem Spieltag hat der Coach auch dann gesagt, den will ich haben. Das waren sicherlich die Gespräche mit dem Trainer, mit den Verantwortlichen, die sich sehr um mich bemüht haben. Und ich denke, hier kann was Großes entstehen und da freue ich mich drauf, dann Teil dabei zu sein. Inwiefern kanntest du Cottbus vorher schon? Ja, ich habe ja öfter gegen Cottbus gespielt. Ich hatte hier mein Zweitligadebüt damals auch. Deswegen habe ich schon einige Erinnerungen hier dran. Der Ausschlag hat mir gegeben, halt die vielen Fans, die immer bei den Spielen dabei sind. Der Trainer auf jeden Fall mit bei den Gesprächen. Und ja, an sich, die Mannschaft halt, die spielt immer oben mit dabei. Und ja, ist eine gute Truppe. Ist das richtig, dass Berkan Tatz dir so einen kleinen Tipp gegeben hat? Ja, das ist richtig. Berkan und ich stehen im engen Kontakt miteinander, sind sehr gute Freunde. Und da hat er mir schon einen kleinen Tipp gegeben. Ja, also ich muss sagen, ich hatte direkt sehr gute Gespräche, auch mit dem Trainer. Und ja, dann beschäftigt man sich natürlich auch mit dem Verein. Und ist ja auch klar, Energie Cottbus ist ein Name in Deutschland, ist ein Riesenverein und steckt sehr viel dahinter. Und dann ist die Entscheidung eigentlich auch ziemlich schnell bei mir gefallen, innerhalb von 1-2 Tagen. Und da war ich mir auch sehr sicher, dass ich den Schritt gehen möchte. Ja, ich will mit dem Verein aufsteigen. Ne? Also das ist jetzt ganz kurz zusammengefasst, was es im Sport geht, erfolgreich zu sein. Und ich glaube, dass wir hier alle ein Ziel haben und das wird verfolgt. Ich will möglichst sehr, sehr viele Spiele machen, viele Tore schießen und eine gute und erfolgreiche Saison mit der Mannschaft absolvieren. Hast du ein Saisonziel? Ja. Ich glaube, auf jeden Fall mal vorne mitspielen und für die ganze Saison die Möglichkeit bewahren, um den Aufstieg mitzuspielen und dann mal schauen, was am Ende dabei rumkommt. Ja, wir sind eine geile Mannschaft und ich hoffe einfach, dass wir das hoch auf den Platz bringen und dann jedes Wochenende Vollgas geben und dann
bin ich mir sicher, dass wir dann auch am Ende der Saison ziemlich weit oben stehen werden. Also ich versuche natürlich irgendwo meine Erfahrung weiterzugeben, aber nichtsdestotrotz versuchen wir alle gemeinsam erfolgreich zu sein. Jeder muss sich einbringen, jeder auf seine eigene Art und Weise, und dann denke ich, werden wir am Ende des Tages auch erfolgreich sein. Und wie ist das Teamgefüge bisher? War das Gefühl, dass die Neuen, also du ja auch, recht schnell wirklich direkt integriert sind und ihr schon sehr gute Auftritte hingelegt habt? Ja, definitiv. Also ich glaube, das spricht ja auch für den Trainer. Der hat ja ein Feingespür dafür, und ich habe mich direkt vom ersten Tag an sehr, sehr wohl gefühlt, und das merkt man auch innerhalb der Truppe. Hier ist eine gute Chemie, das ist ganz, ganz wichtig. Gerade wenn du erfolgreich sein willst, muss das passen innerhalb der Truppe, und das denke ich, stimmt hier, und von daher bin ich guter Dinge. Was hast du dir vorgenommen für die Saison? Jedes Spiel Vollgas geben, 100% mich einbringen hier und alles reinwerfen. Auf jeden Fall eine geile Saison zu spielen, auch persönlich mit meinen Scorerpunkten zu helfen, vielleicht oben anklopfen und ja. Ja, ich denke mal, wir haben uns einiges vorgenommen für die Saison, haben viele Neuzugänge, viele gute Neuzugänge, hohe Qualität in der Mannschaft. Ja, und dann wollen wir natürlich oben angreifen. Und wie war es bisher, gegen Energie zu spielen? Ja, was soll man sagen, ist natürlich mit dem Stadion und allem drumherum schon was anderes, sage ich jetzt mal. Und war natürlich eine super Atmosphäre, als ich hier gespielt habe. Ein Tor zu machen war jetzt zugegeben auch nicht so schlecht, auch wenn es damals noch für Halberstadt war, aber im Großen und Ganzen schon gut. Du hast ja in der Vorbereitung leider durch die Knöchelverletzung ein bisschen was verpasst. Wie war es jetzt im ersten Spiel gegen Hildesheim? Ja, soweit eigentlich wieder ganz gut, sage ich mal. Hat natürlich ein bisschen gedauert. So eine Knöchelverletzung ist immer nicht zu unterschätzen, aber im Endeffekt habe ich mich eigentlich mal ganz gut zurückgekämpft, und das erste Spiel war auf jeden Fall auch erfolgreich. Und man merkt schon, die Moral im Team stimmt direkt? Ja, ich denke, ich habe mich gut eingelebt in die Mannschaft. Sind alles gute Jungs, haben mich super aufgenommen. Top. Wir hatten ja mit Erik Engelhardt einen sehr prominenten Abgang, der letztes Jahr 19 Tore geschossen hat. Über Fußstapfen brauchen wir nicht reden, aber was ist dein persönliches Saisonziel an Toren? Hast du da so eins, so ungefähr? Ja, zweistellig ist immer gut und lieber Richtung 20 als Richtung 10, sag ich mal. Und wie fühlt es sich bisher an mit der Offensive, die Energie hat, mit den anderen Mittelspielern, die auch einige neu sind, oder für dich ja alle neu? Bisher sehr gut, muss ich sagen. Also in den Testspielen hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und es macht Lust auf mehr. Und gegen Werder Bremen auch noch einen gleich einschenken? Es gibt Schöneres, also das kann man sich gut vorstellen, denke ich. Das erste Heile steht ja kurz bevor, Werder Bremen. Was nehmt euch dafür vor? Ja, das Spiel zu gewinnen, ja. Das ist natürlich klar, das ist ein großes Ziel, was wir haben. Ein schweres Ziel, aber es ist ein DFB-Pokalspiel. Ja. Ich hatte jetzt mit Chemnitz zweimal bis ins Elfmeterschießen geschafft. Ja. Also es ist möglich. Ja. Wir brauchen einen super Tag. Da arbeiten wir aber drauf hin und dann schauen wir einfach, wer besser ist an dem Tag. Wie wird es sein, vor 20.000 Zuschauern zu spielen? Sehr schön. Es ist, denke ich, wie du gerade gesagt hast, für alle ein Highlight. Ja, es wird dieses Jahr dann wahrscheinlich nicht mehr ganz so oft passieren. Volle Hütte ist immer geil. Ja, dafür spielt man eigentlich Fußball. Ja, darum geht's. Und ich glaube, wir nehmen das ganz gut mit. Ja, wir genießen das, egal, sage ich mal, wie das Spiel am Ende vielleicht ausgehen soll. Aber es ist für uns alle ein Highlight. Und über so ein Spiel redet man später mehr als über andere. Wie schwer ist es als Verteidiger gegen Werder Bremen? Geht eigentlich nicht so schwer, weil wir verteidigen ja dann eh. Es ist ja dann eh unsere erste Wahl, zu verteidigen und dann anzugreifen. Deswegen haben wir dann 11 Verteidiger auf dem Platz und bin dann nicht zu zweit oder zu dritt oder zu viert. Hattest du schon mal das Vergnügen, gegen Werder Bremen zu spielen? Ja, tatsächlich. Wir hatten auch das erste Los mit Jena und sind leider ausgeschieden, aber deswegen, Revanche ist jetzt da. Vor 20.000 Zuschauern sehe ich auch nochmal besonders, oder? Ja, definitiv. Ich glaube, das kommt auch nicht allzu oft vor. Und ich glaube, ich freue mich schon darauf, das einfach mal zu spüren, die ganze Wucht, die hier entstehen kann. Ich glaube, es ist für alle wichtig, und deswegen wollen wir da einfach ein richtig, richtig gutes Spiel machen.